Es sind viele, die sehr gut sind, aber ich denke, momentan, aktuell ist immer noch Romet Baumann. Er ist wirklich sehr, sehr stark beim Gleitpassage und das ist etwas, was mir beeindruckt, weil ich kann das noch nicht und ich denke, er ist im Moment in der Welt der Beste. Ja. Ja, ich denke, Vincent Krischmeier ist momentan auch der Schönste im Luft, oder? Wo du dann sagen kannst, er tut uns ein sicheres Gefühl, oder? Wenn es einen Sprung gibt, du kannst ihn anschauen und du sagst, das sieht gut aus und er macht das gut. Und es ist oft auch wieder eine schwierige Mischung, weil wenn du wirklich wartest bis zum letzten Punkt zum Drücken, dann kannst du in eine schwierige Position werden. Aber wenn du zu schnell öffnest, dann verlierst du Zeit, weil du hast zu viel, du nimmst zu viel Wind mit den Armen. Und deswegen, er macht das sehr gut, er hat eine gute Mischung, finde ich. Marco ist schon sehr, sehr fit. Er hat die große Hebel und er hat aber Power und Mobilität. Das zusammen, das ist das Beste für einen Skifahrer, wenn du bewegen kannst und Kraft hast. Ja, jetzt muss ich wirklich Marco damals sagen. Also unglaublich, was er hat für eine Lockerheit vor die Rennen, am Renntag. Ja, du merkst die Spannung alles, aber sobald er in die Startgate ist, er hat ein Vertrauen wie kein anderer. Irgendein anderer Athlet würde irgendwann das nicht mehr schaffen und er schafft trotzdem. Und das zeigt, wie stark er ist im Kopf. Ja, ja, das bin ich. Ich bin ein Rennhund, wie man sagt. Ich bin selten schnell im Training, wirklich selten. Ich im Training probiere zu pushen, aber mein Körper will nicht. Und dann im Rennen schaffe ich immer wieder super Leistung zu bringen. Und da glaube ich, das passt schon bei mir.